Gegen 10.45 Uhr wurde die Feuerwehr Bad Dürrheim alarmiert zu einem Gebäudebrand im Waldcafé, das sich schon auf der Anfahrt als Vollbrand entwickelt hatte, weil man die große Rauchsäule bereits schon sehen konnte. Das veranlasste die Einsatzleitung bereits nachzualarmieren, um hier so viel wie möglich Kräfte heranzuziehen. Es konnte bei der ersten Untersuchung festgestellt werden, dass keine Personen verletzt worden sind und ein großer Teil des Viehbestandes an Rinder und Schweine gerettet werden konnte. Eine geringe Anzahl an Verlusten ist zu beklagen bei den Tieren. Die Brandbekämpfung hat sich zunächst darauf befasst, eine Riegelstellung zwischen dem Ökologiegebäude und der anwesenden Gastwirtschaft zu schaffen, unserem Wohnhaus. Das ist der Feuerwehr gelungen, dass hier nichts passiert ist. Aber das Ökonomiegebäude wurde ein Raub der Flammen und konnte nicht gerettet werden. Die Schwierigkeit hier war, dass die Wasserversorgung etwas spärlich war und wir aus dem Ortsteil Hochemmingen über mehrere hundert Meter Wasserversorgungsanlage legen mussten. Wir sind auch dabei und haben mit Wasserfässern von Landwirten hier die Wasserversorgung aufrechterhalten. Circa mit dem Roten Kreuz als Unterstützung und Polizei waren über 110 Einsatzkräfte hier im Einsatz mit einer großen Anzahl Fahrzeuge. Die Räumungsarbeiten sind jetzt im Gange. Es wird eine schwierige Aufräumarbeit werden, da es viele, viele Brandnester gibt. Wir rechnen damit, dass es noch in die Nachtstunde sich reinziehen wird und die Einsatzleitung, die durch den Kreisbrandmeister unterstützt wird, wird sich darauf einstellen, wie lange wir dann darauf arbeiten, ob wir gegebenenfalls mit Beleuchtung weitermachen müssen oder ob wir dann vorher schon Feuer aushaben können.